auf Campingtour in Bella Italia. Heute bei Wir werden Camper. Auf ihrem Roadtrip zum Meer will die Frauencamper-WG heute auf die andere Seite des Gardasees. Also den Steinberg, den sie mit dem 9 Meter langen Gefährt rauf mussten, nun wieder runter. Ja, Meter! Passt! Langsam! Da. Seit 4 Tagen sind die Camperinnen unterwegs und fast ein eingespieltes Team. Also Eigenlob stinkt in dem Fall heute mal nicht. Ich bin ganz happy, das Wohnmobil ist ganz geblieben. Und was soll ich sagen, mit den Mädels war perfekt. Die haben also wirklich gut abgesprochen, die haben gut reagiert. Alleine wäre es nicht gegangen. Ich würde mal sagen, die Camping-WG, die lebt. Ich bin sehr zufrieden für heute. So, Abfahrt, Mädels, wir wollen weiter. Vom kleinen familiären Campingplatz am Ostufer des Gardasees geht es jetzt in ein 5-Sterne-Feriendorf. Der Campingplatz bei San Felice del Benaco liegt am südwestlichen Ufer des Sees. Die Stellplätze sind großzügig. Das erleichtert das Einparken. 38 Euro kostet die Nacht. Oh, das Wasser, 25 Grad. Das ist mal eine Temperatur. Das ist ja wie eine Hotelanlage. Im Prinzip, wenn du mal schaust, hier für die Kinder, guck mal. Ihre 3 Ehemänner und 6 Kinder haben Melle, Annette und Heidi zu Hause gelassen. Sie haben sich ganz bewusst für eine Zeit mal nur unter Frauen entschieden. Na, habt ihr gesehen? Das hätten wir auch eigentlich mal machen können. Müssen wir mal gucken. In Rivoltella ist morgen Markt. Wenn wir eine Minute früher loskämen, könnten wir vielleicht nach Rivoltella noch fahren und da mal ganz kurz einen Stopp machen. Du, 6 Uhr stehe ich bereit. Nur, wo ist das Dörfchen Rivoltella? Hier spricht man nicht nur Italienisch, sondern auch Englisch, Spanisch und Deutsch. In Rivoltella ist morgen früh Markt, habe ich gesehen, an der Tafel. Ja. In welche Richtung vom Campingplatz aus? Ja. Also ab hier, ja? Sollen Sie oben fahren, Richtung links, Desenzano. Für eine halbe Stunde mal kurz über den Markt laufen, oder? Ja, habe ich doch. Ist das okay? Aber bevor sich Melle wieder an das Lenkrad ihres Wohnmobils setzt, übernimmt erstmal Heidi das Ruder. Ihr Führerschein gilt allerdings nur auf dem Wasser. So, Mädels, ich habe euch ja versprochen, heute haben wir ein bisschen Spaß. Und es ist nicht der Schwan, wo ihr gleich drauf schwimmen dürft, sondern ich habe uns was Schönes organisiert. Schaut euch's an. Oh, ein Träumchen. Heidi! Hey. Ja, ich dachte, das ist ein Ruderboot. Was geht denn heute ab? Kannst du das fahren? Jo, du, ich habe einen Schein. Habe ich das nicht gesagt? Guck mal, was die uns alles verheimlicht. Was, eine Wasserratte? Ja. Wollen wir ein bisschen Spaß haben? Ich finde schon. Okay, los geht's. Okay. Vor 16 Jahren hat Heidi ihren Bootsführerschein gemacht. Der Ausflug auf dem Gardasee kann beginnen. So, auf einen schönen Trip. Du weißt, dass der Gondoliere singt? Du musst singen. La Cucaracha. Das ist nicht italienisch. La Cucaracha. Mene, mene. Heidi hat das Boot für 4 Stunden gemietet. 4 Stunden mit 40 PS. Mal gucken, wie weit sie kommt. Melle, ich gebe jetzt einmal Gas. Bitte festhalten, ja? Okay, halte mein Best. So, schön als Autofahren. 160 Euro kostet der Trip auf dem Wasser für einen halben Tag. Das Boot kann man übrigens auch ohne Bootsführerschein mieten. Aber das bleibt Heidis Geheimnis. Oh, geil. Ist das schön, oder ist das schön? Und jetzt kommt die Welle. So, jetzt ein bisschen hart, Rund um den See gibt es unzählige Strände und Badestellen. Aber die 3 Damen wollen mitten im See schwimmen. Petra und Rüdiger sind seit über 2 Wochen in der Toskana unterwegs. Städte kennenlernen und lecker essen gehen, das ist das Urlaubsmotto des Paares. Petra hat noch nie Trüffel gegessen, aber vielleicht jetzt? Alessandro bietet in Siena Trüffeltouren an, mit der Garantie, auch tatsächlich welche zu finden. Das ist so wie Pfadfinder spielen. Ne? So, der Hund sucht was und du bist direkt hinterher ausgraben. Also. Ist schon irre. Ne? Unglaublich, wie klein diese Menge ist, die der Hund riecht. Ne? Ja, und wie schnell das geht. Ne? Und ehe man sich's versieht, frisst das ja auch. Ne? Es schmeckt, scheint ihm zu schmecken. Das ist wirklich hier so wie, da findet einer was und alle holen den Klappspaten raus und fangen an zu graben. Ne?
Mokka ist ein Wasserhund und besonders gut für die Trüffeljagd geeignet. Unter Pinien findet er die edlen Pilze besonders oft. Alessandro war mal Kaffeeverkäufer. Heute hat er einen Trüffelshop in Siena. Er ist genauso ehrgeizig wie sein Hund. Und? Haben Sie einen Trüffel für die Erbslös gefunden? Oh, it's a greater one. Oh, guck mal. Aber I never thought this, that this is Trüffel. Never. Make like this. Da. And up there. Yeah. How's that? This is good. This is good? Lass mich auch mal riechen, bitte. Der kommt ja gerade frisch aus der Erde. Also die Erde ist noch dominierend. Also, ja, aber noch mehr. Ne? Also das ist nicht nur Erde. Fast 2 Stunden dauert die Suche schon. 1000 Euro kann ein Kilo Trüffel kosten, je nach Sorte. Besonders teuer ist der weiße Trüffel, bis zu 5000 Euro. Ich habe es noch nicht gegessen. Also ich glaube, es täte mir weh, wenn es mir nicht schmeckt. Für 1000 Euro konnte ich auch andere leckere Dinge essen. Ich habe in der Hinsicht gar keine Ahnung. Mhm. Ich, ja. Die Suche finde ich allein schon toll. Und toll ist auch die Ausbeute ihrer Trüffeltour. Da ist unser Abendbrot im Prinzip drin. Da ist weißer Trüffel. Und das ist so üblich, dass man hier das so nach Hause bringt. Aber erstmal wollen die Camper jetzt Siena entdecken. Rüdiger muss heute das Geschenk für seine Frau finden. Etwas, womit seine Petra nicht rechnet. Ein Dankeschön für all die Reisen, die sie mit Rüdiger im Wohnmobil macht. Auch wenn sie anfangs skeptisch war. Es festigt schon eine Beziehung, würde ich sagen. Es wird schon intensiver. Nicht? Man genießt die Zeit zusammen. Das ist ja auf kleinstem Wohnraum, dass du alles zusammen machst. Kannst dich natürlich auch streiten auf kleinstem Wohnraum. Aber es, im Prinzip klappt das viel besser im Wohnmobil, haben wir festgestellt, als zu Hause. Nicht? Irre, ne? Wie die gebaut haben, was die bauen. Da jetzt runter. Oh, ist egal jetzt. Und dann gehen wir dann da hoch. Ich weiß nicht, oder so. Nee, wir gehen da auch runter. Wir nehmen jetzt mal den kürzesten Weg. In den vielen Gassen die Orientierung zu finden, ist gar nicht so einfach. Siena gilt als eine der schönsten Städte Italiens. Villen, Burgen, Palazzi und Kirchen, soweit das Auge reicht. Klingt schon wieder ganz anders als in den anderen Städten, wo wir gewesen sind. Ne? Das wird für mich nicht langweilig. So Steine gucken, das ist Architektur, das ist ja toll. Sowas interessiert einen. Ja, und hinter jeder Ecke, Kurve, gibt es eine Seitenstraße und die verläuft wieder anders, dann sieht es wieder anders aus. Wir suchen eigentlich das Zentrum hier und das ist ja der große Platz des großen Turniers. So, und da wollen wir eigentlich hin. Alle Wege führen in Siena zum Herzstück der Stadt, der Piazza del Campo. Ach, guck mal, toll, ne? Das ist schon faszinierend. Und hier ist das berühmte Pferderennen. La Palio und so, ne? Unglaublich. Kann man sich so gar nicht vorstellen, ne? Wie es hier hoch und runter geht, ne? Und dann wird hier geritten um den Sieg. Und hier in der Mitte sind zigtausende Menschen. Unvorstellbar. Hier gibt es unzählige Restaurants, Souvenirläden und Geschäfte. Ja, nimm mal den. Der ist cool. Aha. Nö. Guck mal hier, deine Ohren. Spooky, nein. Das ist wie mit der Melone zu Hause. Guck mal, nein. Kein Geschenk für Petra. Rüdiger weiß, wie wichtig Petra solche Aufmerksamkeiten sind, weil es ihr auch nach 45 Jahren zeigt, dass sie liebevoll miteinander umgehen. Der denkt sich, glaube ich, nichts Böses dabei. Und dann sagt Petra, wenn ich dann einen Wunsch äußern sollte, mach das doch, hol das doch, komm, wir machen das, nicht? Aber so selber auf die Idee kommen, so eine Geste, ich habe an dich gedacht, nicht? Kannst du nicht, nein. Gerade bekommt Rüdiger von Petras Gedanken jedenfalls nichts mit. Siena ist noch nicht die letzte Station ihrer Camping-Rundreise durch die Toskana.
Ein echtes Highlight soll heute ihre Toskana-Tour krönen. Das Städtchen San Gimignano. Da wollen sie heute hin. Bei so viel, was wir gesehen haben, dann noch was zu toppen, schwierig, aber es geht. Das habe ich festgestellt in der Toskana. Hier ist alles möglich. Melle, Annette und Heidi genießen ihren letzten Zwischenstopp auf ihrer Reise zum Meer. Der Gardasee ist mit 12 bis 16 Grad noch ziemlich kalt im Frühsommer. Geil! Hier ist auch gar kein Wellengang, um ins Schwimmen zu gehen. Nein, das sind gerade in der Bugwellen. Wenn du Boje abtreibst und wir zwei haben keinen Lappen, dann ist es aber mal ein ganz toller Trip heute. Du, wieder. Weißt du was? So wurden die Heulbojen erfunden. Ja? Ja, das ist doch alles gut. Ja. Gibst du Töne im Wasser von dir? Schauen wir mal. Gib Gas. Signaltöne. So, notfalls, hier sind die Seile, ne? Dann könnt ihr mich retten. Retten. Oh Gott, die geht tatsächlich rein. Boah. Oh, Mädels, das ist Träumchen. Ich gehe grundsätzlich in keinen See. Das gleiche mit dir. Das ist irgendwie, nein. Und ich liebe das Meer. Bis zur Hüfte. Und dann ist auch Ende. Komm. Ich bin da. Haltet euch bitte fest. Hier mal ein bisschen Gas und retten jetzt unseren goldenen Schwan. Denn Heidi hat den Bootsführerschein und fährt jetzt das Manöver Schwarm über Bord. Ja, gucke mal. Da ist er wieder. Erste gute Tat. Wir haben einen Vogel aus dem Wasser gerettet. Gardasee. Hierher zu kommen war für Melle und Heidi schon lange ein Traum. Und morgen soll ein weiterer in Erfüllung gehen. Campen an der Adriaküste. Auch einen schönen Tag. Ein Stützchen. Ups, ups. Doch bevor es morgen weitergeht, wird der 5-Sterne-Campingplatz erst noch mal erkundet. Auf dem großen Platz mit fast 350 Stellplätzen sind auch viele Deutsche. Neue Leute treffen und ins Gespräch kommen, das mag nicht jede der Frauen. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Guck mal hier, Hundi, Heidi. Ja. Dein Ding. Ja, ich weiß nicht. Ich mag gerne neue Leute kennenlernen. Man lernt immer wieder was Neues, oder wo sie herkommen. Also ich würde zu der Fraktion, ich möchte meine Ruhe haben, gehören auf dem Campingplatz. Nicht, dass ich nicht grüßen würde oder irgendwas. Aber so offen wie Sie, nein, definitiv nicht. Hallo, Namen ihr zwei. Heidi ist Camping-Neuling. Aber es macht ihr Spaß, wie schnell sie hier andere Leute kennenlernt. Wie Gabriela und Ingeborg. Aber ihr seid auch immer viel unterwegs, ja? Sehr viel. Er hat's ja erzählt, ja. Ne? Sehr, sehr viel. Ja. Sehr gerne. Sehr gerne mit unserem Wohnmobil. Herrlich. Einfach nur schön. Ist eine Freiheit, ne? Ja, richtig. Das ist es ja. Es ist manchmal ein bisschen umständlicher, als würde man ins Hotel gehen. Aber man ist halt frei zu fahren, wann man will, wohin man will. Wir buchen vorher nicht, seltenst. Ne, aber das ist meine Art zu reisen. Ja, schön, das ist auch schön. Ja. Wie lange campt ihr schon? Jetzt kommt. Wer campt denn länger von euch beiden? Wir ja, haben beide zusammen angefangen. Ach, war das so eine Romantik auf dem Campingplatz? Genau. Jetzt wollen wir es mal genau wissen. 2013, ja. Ne. Da hatten wir erst so ein kleines Jahr. Wer hat denn wen als erstes im Badehaus entdeckt? Ne? Ja, beim Aufbau der Markise, wie war das? Gut war es. Seit 3 Wochen sind die beiden Rheinländerinnen auf ihrer Gardasee-Tour.
mit euch. Bleibt gesund und campt glücklich. So ist es, ne? Okay, schönen Abend noch. Ja, ciao. Ich auch. Tschüss. Campen verbindet auch irgendwo und die Leute sind sehr unterschiedlich und ich finde das ganz spannend. Also man kommt richtig gut ins Gespräch, wenn man das mag. Direkt an der Adriaküste Cavallino Treporti liegt der nächste Campingplatz. Auch Petra und Rüdiger brechen zu ihrem letzten Reiseziel auf, nach San Gimignano. Das Städtchen mit knapp 8000 Einwohnern gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und liegt auf einem Hügel. Es lohnt sich schon auf dem Hinweg einfach mal anzuhalten. Hallo! Was ist, spielt sich denn hier ab? Ist das für uns? Ist nett? Ich mache jetzt Pfannkuchen für eine Gruppe von Fahrrädern. Und die kommen in anderthalb Stunde ungefähr. Fahrräder, also Menschen, die hier sich durch die Hügel hoch und runter quälen auf ihren Rennrädern, so ungefähr. Ja, sie machen gerne diese Straße. Und die machen das freiwillig oder hast du die dazu gezwungen? Nein, die machen das freiwillig. Die machen das freiwillig. Sie bezahlen dafür auch? Die bezahlen auch noch? Ja. Das ist ja, das, wie nennt man sowas? Selbstgeißelung. Radtouren in der hügeligen Toskana sind anspruchsvoll und nichts für Petra. Wir haben zwar unsere Räder mit, aber mir ist das viel zu gefährlich, so hier zu fahren. Die Leute, die mit mir mitgehen, sie mögen gerne diese Straße und sie mögen auch gerne mit Fahrrad in die Berge gehen. So. Ja. Okay. Weiterfahrt nach San Gimignano. Markenzeichen der Altstadt sind die 13 Geschlechtertürme. Deshalb wird das Städtchen auch das Manhattan der Toskana genannt. Adelige Familien haben sich diese Türme im Mittelalter gebaut. Der höchste Turm hatte das höchste Ansehen. Aber ist wirklich ein schöner Blick, ne? Ja. Also. Du guck mal, wie weit du gucken kannst. Ja. Es ist die letzte Station ihrer Toskana-Reise. Es ist ein bisschen Wehmut, wenn wir jetzt die Toskana verlassen. Heute ist so der letzte Tag. Das ist schon eine traumhafte Gegend. Und wenn man sich das hier anguckt, das Panorama. Ja, das weckt so alle Sehnsüchte, wenigstens in mir. Und dann ist es schon wachendes und weinendes Auge. Ja. Ich glaube, da will uns jemand sagen, bleibt noch etwas hier. Hier ist es so schön, hier die Sonne scheint, das Panorama ist toll. Bleib einfach hier. Das, genieße das noch, genieße das. Aber Rüdiger hat sich noch etwas vorgenommen. Er möchte seine Petra mal wieder so richtig überraschen. Schon seit Tagen sucht er nach einem passenden Geschenk. Und Petra soll das möglichst nicht mitbekommen. Oh, die sehen gut aus, die Taschen. Aber die sind bestimmt schwer. Hier unten diese, wenn du reißt, nicht? Diese Taschen. Die. Mhm. Guck mal, da unten machst du noch Schuhe rein. Petra hat nicht nur Augen für die Stadt, sondern auch für die italienische Mode. Eine Gelegenheit für Rüdiger. A gift for your wife. Ja. Es ist Abend geworden. Zeit für die Camperküche. Heute wird Petra die Trüffel servieren. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß noch nicht, mit welchem Messer. Ich versuch mal, ne? Es riecht schon nach Erde. Ja, jetzt wird's schwierig, glaube ich, hier. Na, dem weiß ich nicht. Hatte der Hund zu sehr im Maul. Die weißen Trüffel schmecken den beiden später gar nicht mal so gut. Jetzt will Rüdiger seiner Petra endlich sein Geschenk überreichen. Die Frauencamping-WG will heute endlich ans Meer. Abfahrt zur oberen Adria. Auf dem Weg liegt das schöne Dorf Rivoltella. Der Wochenmarkt ist bei Touristen beliebt. Kleider brauche ich jetzt nicht. Also ich bin eher interessiert mal an lokalem Essen. Ja. Vielleicht findet man noch irgendwie. Ich glaube, vielleicht am Anfang des Marktes, dass da die Lebensmittel sind. Genau. Ne? Ciao. Which one are the most typically olives you have? My favorite olive is a really special thing. Yes? I don't think you never tried. Okay. I know it's strange, but trust me. Der Kenner empfiehlt Oliven mit getrockneter Melone. Ob das schmeckt? Wir können auch 200 Kilo zuladen. Perfekto. This one, what?
Spice? Ja. Stein drin, pass auf. Boah, ich sag's euch. Oh. Spürt ihr das? Geil. Also Italien, oder? Mm. Okay, sollen wir mitnehmen? Mhm. Wir nehmen euch mit. Der Markt hat immer sonntags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Hier gibt es neben typischen italienischen Spezialitäten auch charmante Verkäufer. A che pomodoro per super gut per Madame? Ja. Germany? Ja. Madame Germany super gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Für Reiseproviant ist gesorgt. 216 Kilometer liegen vor Ihnen. Über 3 Stunden dauert die Fahrt zum Campingplatz in Cavallino, direkt an der Adria. Campen am Meer ist hier etwas teurer. Knapp 60 Euro kostet der Stellplatz für das Wohnmobil am Tag. Mittlerweile sind die Frauen ein eingespieltes Campingteam. Heidi, mach du mal den Türmeister, bitte. Dann kann ich gucken. Hast du? Ja, ich hab. Ja. Ah, ich will nur 1 Zentimeter, den ist aber gut. Der obere ist 5 Zentimeter, Spiel. Nee, nicht wirklich. Nee. Wenn da jetzt ein Wind kommt und die Bewegung hat, so ist gut. Die Mädels durften jetzt auch ein bisschen mehr ran. Und jeder hat so ein bisschen so seinen Part übernommen. Und von Tag zu Tag wurden wir schneller. Super Ziel. Wir können immer noch lernen. Also wir sind noch gar nicht angekommen. Also das echt. Ich glaube, da muss man so 2, 3 Touren machen, dass man es wirklich sicher im Griff hat. Über 1000 Kilometer haben die Frauen mit dem Wohnmobil innerhalb von 5 Tagen zurückgelegt. Die letzten 200 Meter zum Strand gehen sie zu Fuß. Ach, guck mal, hier 2 Kirschen hier. Guck mal, schaut's euch an. Ihre erste gemeinsame Tour haben die 3 gut gemeistert. Melle hat eine kleine Überraschung. Ihr kriegt eine Mellemuschel, dachte ich mir. Ach Gott. Eine dürft ihr euch aussuchen. Und ihr macht dann euren Geldbeutel. Dann haben wir immer wieder, wenn ihr den mal aufmacht. Und dann sollt ihr euch immer daran erinnern, dass wir diese unglaublich witzige Tour mit wundervollen Menschen gefahren sind. Deutsche Vita. Und einer richtig guten Zeit in unserem Leben, oder? Eine Woche zusammen auf 17 Quadratmeter konnte Melle ihre Freundinnen mit ihrer Leidenschaft fürs Campen anstecken. Salute! Stößchen, Mädels. Schön war's. Ja. Ich würde immer wieder jetzt campen. Ich bin auch auf den Geschmack gekommen. Also ich fahre jetzt nicht heim und sage, yay, ich will ab sofort nur noch campen. Nein, ich habe eine andere Einstellung dazu. Einmal Camper, immer Camper, für mich zumindest. Die 3 sind noch nie zusammen verreist. Es gab Diskussionen und Probleme. Würden sie es wieder tun? Petra und Rüdiger genießen den letzten Abend auf ihrem Agriturisme-Campingplatz. Das ist so das, was ich erhofft habe, dass das passiert mit dem Kauf eines Campers. Dass solche Tage wie heute gibt, Sonnenschein, schöne Leute, tolle Städte. Das war so der Plan. Und der ist bis jetzt eigentlich sehr gut aufgegangen. Ja. Ja, das ist gut. Und auch mit der Petra zusammen. Das ist ja das Ganze. Schön, dass wir hier sein dürfen. Wir beide zusammen, dass es uns so gut geht. Das macht schon sehr zufrieden und glücklich. Ja? Das ist Glück. Und Petra, setz dich jetzt mal bitte dahin. Setz dich ins Herkind. Du sagst ja immer, ich würde dich nicht verstehen manchmal. Und es ist auch schwer, dich zu verstehen. Wie? Ich spreche das Deutsch. Ja, ja, aber was du. Also ist, Romantik ist manchmal auch nicht so mein Ding. Ne? Ich habe da aber was vorbereitet. Brauchst du jetzt ein Taschentuch? Also du musst nicht alles ernst nehmen, was da jetzt drin ist. Nicht alles, weil es ist auch was Lustiges. Weißt du, eine Verpackung für die Verpackung, um die Verpackung zu verpacken. Es fühlt sich weich an. Ja. Ein Kosmetiktäschchen. Aber mit Inhalt. In der Verpackung ist jetzt noch mal was. Ja, das ist ja nur eine Wundertüte. Das ist ja noch mal ein Reißverschluss. Genau. Also, ich glaube, da ist noch mal was drin. Rüdiger hat lange überlegt, womit er seiner Frau eine Freude machen kann.
So, dann habe ich gedacht, als ich sie gesehen habe, da gibt es doch bestimmt noch Urteile dazu, passend. Und wir sind gemeinsam, also die Dame in dem Geschäft und ich, wir sind fündig geworden und dann sind in etwa passen die dazu. Ja? Ja, das ist, ne? Und ich habe gedacht, dass das Silber ist. Ich habe gesagt, das könnte dir zumindest. Dankeschön, Schatz. Drei Wochen Toskana mit dem Wohnmobil. Wie war's nach all den Erfahrungen und Erlebnissen? Die Entspannung, die Natur, die man sieht, der weite Blick. Das ist einfach unbeschreiblich, wenn man das noch nie gesehen hat. Nicht? Das war alles schön, klasse, super. Da gibt es gar keine Beschreibung, keine Worte für. Das muss man einfach selber erleben. Rüdiger hat viele Jahre davon geträumt, ein Wohnmobil zu besitzen und mit seiner Petra Länder zu entdecken. Und ihre Ehe funktioniert beim Camping sogar besser als zu Hause. Melle, Annette und Heidi sind am Ziel ihres Roadtrips durch Italien. Würden die drei noch mal zusammen campen gehen? Also, wenn die Melle mich noch mal einladen würde, würde ich, glaube ich, nicht nein sagen. Ja. Mit viel Alkohol geht alles. Nein, ich war froh, es mitgemacht zu haben. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bewundere meine Schwester, weil ich einfach denke, wir haben so viel Lustiges erlebt. Und es hat immer funktioniert. Die Art des Reisens, ganz klar, da muss man sich, dafür muss man offen sein, man muss sich darauf einlassen, aber man bekommt unbezahlbare Momente. Und das macht für mich einfach Campen aus. Und ich fand's echt schön. Eine neue Camper-WG ist entstanden und die ist bereit für weitere Abenteuer. I like to move it, move it. I like it. Move it!